Thomas Forschbach von Werde Musiker, herzlich willkommen zu diesem Piano-Tutorial Kiss the Rain von Jiruma. Wunderschönes Pianostück. Vielleicht kennst du schon mein Piano-Tutorial zu River Flows in You und ganz viele Leute, die dieses Stück anhand dieser Videoserie von mir eingeübt haben, haben gefragt: Hey Thomas, mach doch auch mal Kiss the Rain von Jiruma. Und ja, ich muss sagen, ihr hattet recht, das Stück ist wirklich so schön. Und ich habe das so aufbereitet, dass blutige Anfänger das auch ruhig mal probieren können, das Stück einzuüben. Wir machen das in ganz kleinen Schritten. Ich zeige dir genau, wie du üben sollst, damit du den schnellstmöglichen Lernfortschritt auch bemerkst. Und was ich dir auf jeden Fall empfehle, ist, dass du dir erstmal das Stück Kiss the Rain nochmal anhörst. Ich verlinke dir das hier auch in der Videobeschreibung und google mal kurz oder schau bei YouTube kurz danach Kiss the Rain. Hörst dir einmal an. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Es ist immer gut am Anfang, sich das Stück einmal gut anzuhören. Wenn du es aber schon gut kennst, können wir direkt loslegen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte einmal richtig einsteigen ins Thema Klavierspielen lernen, schau mal auch unten in der Videobeschreibung. Der allererste Link ist der Link zu meinem Piano-Crashkurs für Anfänger. Kostenlos kannst du dir den dort holen. Das sind Videos, auch ganz viele Tipps und Tricks, die es nicht bei YouTube gibt. Würde mich sehr freuen, lege ich dir auch sehr ans Herz. Aber jetzt genug geredet. Es geht los mit dem ersten Teil Kiss the Rain. Es wird übrigens, das hatte ich noch nicht gesagt, eine ganze Videoserie. Ja, damit wir wirklich Schritt für Schritt das Stück detailliert durchgehen. Ganz viel Spaß dabei. Okay, genug geredet, es geht los. Ich zeig dir erstmal, was du in diesem Video lernen wirst. Das war's schon erstmal. Wir machen das in ganz kleinen Schritten. Erstmal die ersten beiden Takte. Aber auch eine ganz wichtige Basis hier. Und ja, schon mal zur Orientierung, wir befinden uns hier sehr weit oberhalb der Tastatur. Ich habe mich auch ein bisschen rechts an mein Piano gesetzt, eigentlich nicht so ganz sinnvoll. Aber das hier ist zum Beispiel das mittlere C. Und schau mal, die Hände bewegen sich fast komplett darüber. Es geht später auch ein bisschen tiefer, aber jetzt hier für das erste Video ist das erstmal so völlig in Ordnung. So, und zwar haben wir einmal die Melodie in der rechten Hand. Und das ist jetzt der erste Überabschnitt. Wir machen das so, wir gehen getrennt mit beiden Händen. Ich zeige dir erstmal, die Hände getrennt. Erstmal, was die rechte anspielt, dann was die linke anspielt und dann beide zusammen. Und so solltest du das auch üben, auch in kleinen Schritten. So kannst du dir das am besten einprägen und lernst es am schnellsten. Und so ist es dann auch für blutige Anfänger machbar. Also, fangen wir hier an mit dem S. Das ist der Ton, ja, du siehst, wir haben hier auf der Tastatur mal zwei schwarze, drei schwarze, zwei schwarze, drei schwarze, zwei schwarze Tasten. Und S ist von den zwei schwarzen Tasten die rechte. Und zwar geht es hier um das hohe S, das so hoch klingt. Nicht hier, auch nicht hier, auch nicht hier, auch nicht hier, sondern dieses. Und damit fangen wir mit dem Daumen an und spielen dann diese Töne. S, As mit dem Zeigefinger, das ist der mittlere von den drei schwarzen. Dann B, das ist der rechte von den drei schwarzen. Das B nochmal anschlagen und dann das C, das ist die weiße Taste hier vor den zwei schwarzen. Zwei schwarze, links daneben die weiße Taste. So, pass oder achte jetzt mal bitte auf die Betonung. Das B schlage ich zweimal an und Achtung. Pass auf. Ba, da, bam, ba. Das zweite wird ein bisschen mehr betont. Ba, da, bam, ba, dam, bam. Das ist die Betonung und das ist der erste Überabschnitt. Ja, wiederhole das am besten jetzt ganz, ganz oft, bis du das in- und auswendig kannst. Auch sauber spielen kannst. Also nicht irgendwie. Ja, also es muss wirklich. Und dann nochmal.
Und es ist gar kein Problem, wenn du das jetzt irgendwie 100 Mal machst. Danach kannst du es. Und das Schöne ist, diesen kurzen Abschnitt 100 Mal zu wiederholen, dauert keine Ewigkeit. Ja, aber danach kannst du es auf jeden Fall. So, weiter geht's. Die Hand kann so liegen bleiben, wie sie bisher liegt. Hier mit 1, 2, 3, 4. Also Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Und dann fängt der Zeigefinger, spielt hier weiter mit dem, ja, mit dem Ass, was er vorher gespielt hat. Und zwar, das ist der nächste Überabschnitt und übrigens auch der letzte für heute erstmal in der rechten Hand. Also Ass, B, C und dann, Achtung, zwei Finger zusammen. Hier das S und das B mit dem Mittelfinger, Daumen und Mittelfinger. Dann der kleine Finger hier oben, das S, also eine Oktave höher. Es gibt das S hier und auch hier oben. Und dann nochmal, aber diesmal zusammen mit dem G hier unten. Ja, also Achtung, ich spiele mal alles zusammen. Das ist jetzt schon eine Herausforderung, weil hier in der rechten Hand zwei Töne gleichzeitig gespielt werden. Also Ass, B, C, so die beiden werden gleichzeitig gespielt und das reicht wahrscheinlich schon als Überabschnitt. Ass, B, C und dann S, B. Das ist der nächste Überabschnitt, den du jetzt am besten ganz oft wiederholst. Ass, B, C. Ja, und wenn du das kannst, kannst du dann noch anschließend das S und S und G dranhängen und das sieht dann insgesamt so aus. Nochmal. Und wenn du das dann spielen kannst und ganz oft wiederholt hast, dann kannst du auch mal die rechte Hand komplett spielen. Und nochmal. Ja, ich finde, das klingt schon wunderschön. Auch es ist wichtig, dass er hier den zweiten Ton. Also es ist eigentlich nicht wichtig, weil man die Melodie auch ohne den zweiten Ton hier unten erkennt. Aber Jerome hat das hier wunderbar gemacht, dass er da zwei Töne in der rechten Hand spielt. Und das gibt dem Stück nochmal so eine wunderschöne Würze. Okay, schauen wir uns mal die linke Hand an. Da haben wir zwei Figuren. Erstmal diese hier. Und danach diese. Das Schöne ist, vom Ablauf ist es das Gleiche. Also die Figur, die Struktur dieser Figur ist genau gleich, halt nur von unterschiedlichen Ausgangstönen. Also, wir starten hier. Kleiner Finger auf dem Ass, auf dem mittleren der drei Schwarzen. Zeigefinger auf dem S, rechte dieser zwei Schwarzen. Und Daumen hier auf dem B. Also übrigens, es wird natürlich nacheinander gespielt, aber ich zeige dir das gerade erstmal. Also Ass, S, B. Dann wird wieder der Zeigefinger gespielt und Achtung, der Daumen spielt danach nicht dieses B, sondern die schwarze Taste darunter, das Ass. So, jetzt spiele ich es mal nacheinander. Ass, S. B, S, Ass. Nochmal. Und auch das kannst du jetzt so wiederholen. Übrigens, was ich mache, guck mal, Ass und B ist ja hier sehr weit auseinander. Ich kann das jetzt greifen. Wenn du das nicht greifen kannst, weil deine Finger vielleicht kleiner sind, keine Sorge. Erstens muss es nicht gleichzeitig angeschlagen werden, sondern nacheinander. Was ich mache, achte mal auf meine Hand. Schau mal, der kleine Finger ist jetzt gerade hier mit der schwarzen Taste. Dann spiele ich das S. Und was macht meine Hand? Achtung, und zwar, das geht von meinem Ellbogen aus. Die geht hier rüber. Jetzt ist der Zeigefinger nämlich gerade zur Taste. Der kleine nicht mehr. Der ist schon schräg zu den Tasten. Und jetzt gehe ich noch weiter rüber. Und dann ist der Daumen zwar nicht gerade zu der schwarzen Taste, aber er kommt schon deutlich besser dran. Dafür kommt der kleine gerade nicht mehr hier unten dran. Wieso? Weil mein Ellbogen hier meine Hand so bewegt.
Ja, sehr hilfreiche Technik beim Klavierspielen. Dass der Ellbogen da die Hand führt. Okay. Also, das ist jetzt das, was du auch am besten ganz oft wiederholst. 3, 4. Und auch in diesem Rhythmus. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, und wenn du das auch perfekt spielen kannst, gibt es die nächste Figur. Achtung, hier nicht unten vom Ass, sondern der kleine Finger spielt diesmal vom C. Das ist hier die weiße Taste links, den wir beim Schwarzen. Also, und zwar dann C, G mit dem Zeigefinger und der Daumen spielt hier oben das S, dann wieder der Zeigefinger das G und anschließend der Daumen das C. Also C, G, S, G, C. Ja, das ist das, die zweite Figur. Und auch die jetzt bitte genauso oft wiederholen wie die erste übrigens. Auch hier kann natürlich die Hand wandern. Ja, meine kann das gerade nicht, weil das Mikrofon hier bei mir davor ist. Allerdings wäre das auch hier eine Unterstützung, wenn der Ellbogen da die Hand etwas dreht. Okay, nächster Überabschnitt in der linken Hand. Erstmal beide Figuren zusammen. Also. Und nochmal wiederholen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, die Kunst ist es natürlich jetzt, hier wahrscheinlich den unteren Ton erstmal zu finden. Ne? Und du kannst es theoretisch auch mal das üben. C, Ass, C, Ass, C, Ass. Ja, damit du dich hier an den Abstand ein bisschen gewöhnst. Okay, wenn du die linke Hand perfekt spielen kannst und bitte und auch die rechte Hand perfekt spielen kannst und bitte erst dann, es macht keinen Sinn, beide Hände zusammenzuspielen, wenn die Hände nicht einzeln perfekt eingeübt werden. So oft bekomme ich Mails, in denen ich gefragt werde: Hey Thomas, sag mal, ich habe Probleme, beide Hände zusammenzuspielen. Alleine geht es aber beide zusammen, da habe ich Probleme. Aber hey, das ist völlig normal. Beide Hände zusammenzuspielen, jetzt kommt erst die eigentliche Herausforderung für das Gehirn. Jetzt kommt das, was richtig trainiert werden muss. Das ist anstrengend, keine Frage. Aber es lohnt sich, das zu trainieren. Und es geht doch schneller, als man denkt, wenn du das dementsprechend, also wenn du dich wirklich dran hältst, die einzelnen Hände perfekt vorgeübt zu haben und erst jetzt beide zusammenzunehmen und außerdem dich dran hältst, das in ganz kleinen Schritten zu machen. Und zwar so, wie ich dir das zeige, oder so, wie ich dir die jetzt zeige. Erster Überabschnitt, pass auf. Also die ersten drei Töne in der rechten Hand werden noch alleine gespielt. Und das B, wenn es das zweite Mal angeschlagen wird, spielt die linke Hand das Ass. Dann werden die nächsten beide wieder zusammengespielt. Und dann die linke Hand zweimal alleine nochmal. Das ist der erste Überabschnitt. Mehr brauchst du noch nicht üben. Okay, und das übst jetzt oder wiederholst du bitte ganz oft, bis du es auch schneller spielen kannst. So, das ist der erste Überabschnitt. Wenn du den perfekt spielen kannst, dann geht's weiter. Achtung! Diese drei wieder alleine in der rechten Hand. Und wenn hier B und S in der rechten Hand gespielt werden, wird auch links das C gespielt. Guck mal, wie schön das schon klingt. Dann oben das S links mit dem G. Oben S und G und der linken Hand das S.
nochmal. Ah, nochmal. Jetzt habe ich hier oben den zweiten Ton nicht mitgespielt. Vorhin habe ich auch mal ein C anstatt ein G gespielt. Also jetzt nochmal drauf achten. Nochmal. S, B, C. In der rechten Hand werden S und B zusammengespielt. Links das C, dann links G, rechts S. Dann links S, rechts G und S. Und links die beiden alleine. Okay, und wenn du das auch ganz oft wiederholt hast und perfekt spielen kannst, dann nimmst du hier die beiden Überabschnitte in beiden Händen zusammen. Okay, und das war's dann auch schon für heute. Ja, wir gehen weiter in ganz kleinen Schritten. Wenn du mehr einsteigen möchtest ins Thema Klavierspielen lernen, schau mal unten in der Videobeschreibung ist der Link. Klick da am besten jetzt mal drauf und hol dir kostenlos meinen Piano-Crashkurs, Anfänger-Crashkurs. Ja, würde mich sehr freuen, auch wenn wir da in Kontakt stehen. Und außerdem freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Du siehst, in kleinen Schritten geht's voran und damit kann man auch schon was Großes erreichen. Hier, dieses Stück ist insgesamt eigentlich überhaupt nicht für Anfänger geeignet, aber wenn du das jetzt hier geschafft hast, dann merkst du, dass das mit der Methode hervorragend funktioniert. Also ganz viel Spaß dabei, ganz viel Spaß beim Üben und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.